Andy McDowell plus Rainer Qualley, harmonisch tickt das Duo. Liebevoll legt Andy McDowell, 64, ihrer Tochter Rainer Qualley, 32, eine Daunenjacke um die Schultern. In Berlin herrschen Minusgrade. Die beiden Hollywood-Schauspielerinnen stehen gerade am ehemaligen Flughafen Tempelhof für ein Fotoshooting des Modelabels Mark Kain vor der Kamera. Schatz, ist dir immer noch kalt? Fragt Andy fürsorglich und nimmt ihre Tochter. Die aus ihrer ersten Ehe mit Männermodel Paul Qualley, 64, stammt, fest in den Arm. Einmal Mama, immer Mama, auch wenn das Kind längst groß ist. Wir unterstützen uns sehr. Es geht doch in jeder Beziehung darum, vom anderen zu lernen. Wie kommunizieren wir? Wie schaffen wir es, uns gegenseitig zu respektieren? Das ist etwas, woran man als Eltern arbeiten muss, wenn die Kinder erwachsen werden. Ich würde meine Kinder natürlich gern öfter sehen, aber ich habe gelernt, mich abzulenken und nicht mehr von ihnen abhängig zu sein. Gott, was habe ich sie vermisst? Dass wir keine festen Dates hinbekommen. Aber wir gehen oft zusammen spazieren. Letztens hat Rainer mich zu einer Party mit ihren Freunden eingeladen, was für eine Ehre. Aber ich bin nicht sehr lange geblieben. Lass uns doch mal eine Tanzparty organisieren, Rainer lacht. Und da wir beide viel reisen, ist unser Haus fast zum Urlaubsort geworden ist. Das ist das Tolle, wenn man Töchter großzieht, wir haben gemeinsames Partys in unserem Badezimmer gemacht. Andi, sie sagen, Rainer ist das weichste und liebevollste Mitglied ihrer Familie. Als Kind hatte ich auf unserer Farm in Montana Hunde, Kühe, Pferde und eben auch viele Katzen. Heute kümmere ich mich um ausgesetzte Katzen und arbeite auch mit ein paar Organisationen zusammen. Inzwischen kennt man mich dafür in unserer Gegend. Wenn jemand eine Katze findet. Besonders im Sommer sind die Tierheime überfüllt. Vielleicht kaufe ich mir ein Pferd. Ich hatte schon mal eins, das ist vor ein paar Jahren allerdings gestorben. Auf Raya zu gehen, eine exklusive Dating-Plattform, AMD rät. Aber darüber muss ich erst nachdenken.